Auf zur Vogelscheuche! Und wenn die Alarm schlagen hier, dann werde ich die alle töten. Tja, geht doch. Soll ich ihr sagen, dass ihr Küken tot ist? Wir sagen, dass Papa wollte, dass du Pieps tötest. Du hast es nicht getan. Deswegen musstest du gegen 10 lernerwachte Hühnchen und einen lernerwachten Pieps kämpfen. No, Pieper, it cannot be. He would never hurt anyone. Except his own mother and all the other chickens in the coop. But that was an accident. You But if my Pieper is truly gone, I will follow him. I will go to the Hall of Arkos. Und tschüss, Geist. Hühner bringen auch nur Probleme. Komm mal her, Hase. Mating season. Again. If I have to deal with one more buck looking to court me, I'll take a chunk out of his ear. Paar dich mit einer Echse. Ach, der Geist des anderen Erhängten. The shimmering ghost of a kin magister turns her gaze upon you. She holds your stare, boring into your head, searching the blacks of your eyes for the secrets of your soul. But in so doing, she shows you hers. You are Zushan, a young lizard magister, devoted to the order. More than this, you are in love with a comrade, a human man of wit and kindness and sweet disposition, who goes by the name of Boris. Die Tatsache und die Umstände seines Todes verbergen und der Vision des Geistes gestatten, fortzufahren. You are Zushan once more. Alexander dies. Worse, your human comrades look at you askance, as if his murder was your fault. Even Boris turns against you. When he's posted to Fort Joy, he does not say goodbye. Your heart is broken. Ihr sanfte Anteilnahme schicken und ihre Erinnerung gestatten, fortzufahren. Posted to the graveyard shift in the dark of night on the outskirts of town, you do your duty diligently. But your heart is no longer in it. So when you catch a couple of young sorcerers fleeing Raymond's net, you see how deeply in love they are. You do not turn them in. You help them to escape. But in the morning, they are caught and under torture give you up. They go to Fort Joy. You are hanged right here. Tja. Geil, hast du noch Leuten geholfen und die verraten dich dafür. Das ist übrigens ein richtiger Abfuck. Of yourself, Red Prince. Come, rest. Everything grows here. Tall and strong. Join. Dear child, you sacrifice. A great pounding suddenly erupts in your chest. Your inner god roars and bellows, an incoherent, maddening cacophony. It is awful how she treats you. She asks so much and gives so little in return. Fragen, wer diese Sie ist, von der sie gesprochen hat. The one who makes demands, of course. The one who cowers inside you even now, afraid to face me. Your god thrashes and recoils inside you. You feel your heart somersault and a lone word hissed in your inner ear. Void. Mit wem spreche ich wirklich? I am the only one who cares. She will say otherwise. She always does. And in the end, she'll betray you. Der Dialog ist witzigerweise anders jetzt als beim ersten Mal, weil wir schon mehr Quellenmacht an uns aufgenommen haben, beziehungsweise mit unserem Gott gesprochen haben. Don't play her game. Think of yourself. Rest here. The sun is golden. No one will bother you. This moment can last forever.
A sudden weariness washes over, bone deep and as irresistible as a strong current. Scheiße, das sind alles drei Sachen, die ich nicht gut kann. Na, ich könnte Gedächtnis versuchen. Nee, Stärke wäre eigentlich das Einzige. Ist aber fehlgeschlagen. Shh, don't fight it. This is how it's supposed to be. Sleep now. When you wake, it will be in a new world. A beautiful world. I only wanted to give you rest, not pain. Now I am so... Zeit zu kämpfen. So, physisch ist nicht so ganz dein Ding. Beim ersten Mal hat die uns so gefickt. Na toll. Ach, die hat diese komische Aura des Ausweichens oder was auch immer gestartet. Aber erinnert mich die Musik jetzt gerade so ein bisschen an alte Knight Rider-Folgen. Schon wieder verfehlt. Na, immerhin habe ich ihn noch verkrüppelt. Die machen immer noch viel Schaden hier, aber es ist nicht so ein Massaker wie beim ersten Mal, weil wir einfach mehr Grund-AP haben. Unglaublich. Wird schon so gehen. Danke. Jetzt sind nur seine kleinen Gesellen hier.
Das wird reichen. Zu viel magischer Schutz. So, du hilfst mal eben kurz dem Prinz. Ja, was kannst du noch machen? Du kannst die Katze beschwören. Ein Traum wird wahr. Juhu! That was no ordinary Voidwoken who spoke. That was the one who leads them. So. Rache genommen für einen früheren Tod. Ich kann bestimmt noch Liebe zwischen Hasen machen, oder? Out of my way, two legs. It's mating season. I've got places to be. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Mein Gott. Möchtest du vielleicht Liebe mit dem Eichhörnchen haben? Leafy frond, peeping up at you through liquidy eyes that tremble with terror. Please, please don't step on me. My brother was stomped by that ugly bridge troll. I saw his eyeball pop. Wundervoll. Ist das nicht komisch, wenn direkt hier draußen ein Schlüssel liegt für das Hexenhaus? Here be witchery. Trespass not. Oh my god, you're ugly. You turn milk green and a magister's red coat black. My mistress Alice might fancy you, though. She has a taste for the odd, if she ever makes it back. The magisters with the red coats chased her into the woods. They'll be sorry. Die haben wir schon mal gesehen, glaube ich. In den Ruinen. Smells of lavender and charred flesh. It's almost homely. Almost. Diese Perle stammt aus einer Reihe von Kinderreimen, die sich jeder merken kann. Der Fliegenpilz ist weiß und rot und isst man ihn, so ist man tot. Mischt ihn, braut ihn, destilliert ihn, so dann. Beschichtet die Waffe und fangt Metzeln an. Is that her eye? Did she pluck out her own eye?
Wir haben eine besonders beunruhigende Zutat für das Gebräu der Hexe gefunden. Ihren eigenen Augapfel. Wieso auch nicht? Und natürlich muss ein Besen hier... Moment, bin ich jetzt auf die Ratte getreten? Ja, hallo. Stand back a bit there, I'm not feeling very well. Ups. Bleibt immer die Frage, warum gibt es so große Keller unter so kleinen Häusern? Oder kommen die da hin und sagen, ach guck mal, hier ist eine alte Katakombe oder ein Kerker oder sonst irgendwas und da setze ich jetzt mein Haus einfach drauf. Und warum rennen da drüben 8000 Ratten rum? Gib das mal kurz der Bestie, weil Tauschen drauf ist. Ist doch nicht verkehrt für ihn. Also wenn das jetzt wieder eine Höhle gewesen wäre hier unten, ne, da hätte ich so gedacht, ja okay, ne, du gehst in den Wald, findest irgendwo ein Loch, machst eine Leiter und sagst, ach, das ist ja geräumig hier, da baue ich jetzt mein Haus drauf. Aber das sind ja alles hier immer so richtig groß ausgebaute Keller. An sich musst du besser im Keller leben, anstatt oben in deiner schäbigen kleinen Hütte. Rats. Au! Au! Au, die Ratten explodieren, wenn sie mich berühren. So gesehen ein Käfig voller Ratten. Die Ratten mögen mich nicht mehr. Dabei kann ich nicht mit ihnen reden. Ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger Ratten werden. Au, 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 au. Es scheint ein Blitzfrosch zu sein, den sie gefangen hält bei sich. Ein riesiger Heiltrank. Da bist du schon tot, wenn du ihn getrunken hast. Ich weiß, der ist nicht gut, aber... Ein Hexentrank, der 1000 kostet. Spinnenbeine, Polymorph. Wir haben eine einzige Flasche mit dem Hexentrank gefunden. Wahrscheinlich hätten wir später den Auftrag bekommen, hier irgendwas, also den zu holen, den Trank. Ist das nicht von SpongeBob Schwammkopf, der Captain, der am Anfang singt? Wer lebt denn anders ganz tief unter Meer? SpongeBob, Schwamm, Kopf.
Wolltest du nicht mal Battle Chaser angucken? Hat mich mehr gepackt als Divinity. Ich habe Battle Chaser aber auf meinem Kanal schon vorgestellt vor über einem Monat. Und gespielt. Und das spiele ich privat. Also habe privat schon sehr weit gespielt. Was bekomme ich denn nicht? The book. Alice's book. You won't take it off me. Es gibt also ein Buch. Nur ich habe nichts getriggert. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas noch weiter bewegen könnte. Oh, ich kann die Rattenlöcher zerstören. Aua, aua. Kommen wir an den anderen Stück dran? Nein. Doch. I'm really not well. Mir geht es wirklich nicht gut. Das ist aber ein ansehliches Rattenproblem. Mit dem hätte ich zuerst reden sollen. Da ich gewusst, dass Ratten explodieren. Warum explodiert diese letzte Ratte nicht? So kann ich nicht arbeiten. Die letzte Ratte hat sogar Loot. Ein Rattenschwanz, naja. Aber bis darauf hin, dass er hier drin ist, ist hier nix. Auch wenn er plötzlich gegen mich kämpfen will.
Oder ist das aus Versehen passiert? Die Handschrift der Hexe ist dürr und krakelig. Ihre Sprache ist alt und voller arkaner Symbole. Du verstehst davon rein gar nichts. It's so gratifying when all my hours of arcane studies. Dank deinem Spezialfall verstehst du, dass es sich um einen Trank mit dem Zweck handelt, den Polymorph-Zauber ihrer Diener umzukehren. Hatte ich irgendwann jemanden getroffen mal, der sich verwandelt hatte? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke mal, das war das Buch, was er meinte. Und ich denke mal, wir können übrigens das auf dem Steinfriedhof auch machen, wenn wir Fane beibringen, mit Tieren zu sprechen. Also ihn ein bisschen umskillen. Ein weißes Kaninchen wie bei Alice. Wenn das jetzt auch keine Zeit sagt, dann ist cool. You. You're a lizard, aren't you? You're not straw. Natürlich bin ich nicht aus Stroh. Warum sollte ich das sein? But I bit some straw. It was shaped a little like you, but then it moved and threw me off it. Geht's dir nicht gut, weißer Hase? The rabbit shakes its head. No, I'm dizzy. I hit my head when the straw man threw me in the air. Den Strohmann haben wir schon getötet.